ich bin Durenton. Oh, es war gerade Wildkacke. Wenn ihr in der Natur seid, kackt wild. Es gibt euch ein Gefühl von Wildkacke. Es ist so ein wilder Scheiß. Ich drehe mir jetzt eine Zigarette. Das ist der Raven King. Habe ich schon lange nicht mehr vor der Kamera gemacht. Geraucht. Ekelhaftes Zeug. Einmal früher immer gemacht. Und ja. Bier gesoffen. Aber der Raven King, der raucht gar nicht mehr. Wenn man es so oft trinkt, verliert es den Geschmack irgendwann. Und wird unnehmbar. Eine Lüge. Definitiv. So. Das sind negative Effekte auf unseren Körper. Das ist Selbsthilfe. Das ist wie wenn man jetzt im Wald einfach Videos aufnimmt, die Leute denken, was machen wir? Das ist Selbsthilfe. Ich will auch nicht angesprochen werden, auch nicht von dem Stalker aus dem Kaufland. Oder, Stalker, eh genug, oder Stalkerin. Ich glaube eher, es genug Stalkerin. Zu tun hatte. Die Claire ist die ganze Zeit fortgerannt. Wisst ihr, wir nehmen seit 4-5 Jahren nehmen wir mehr Zeug auf. Und wenn sowas passiert, dass da jetzt Leute vorbeilaufen... Das ist mir eigentlich fast noch nie passiert. Ist mir das sau unangenehm. Ich weiß nicht warum. Aber da Mutter mit Kind. Ja. Ob sie den Wagen stehen lässt? Ah, guck mal, jetzt hat sie Probleme, Berg hochzuschieben. Mir helfen nicht. Selber schuld. Wir waren doch selber mal Kinder und Kinder. Mir helfen nicht. Da müssen die durch. Ja, das ist Natural Selection. Ach Gott, ein Direktgrad kann sie fahren, weil die Städte liegen. Oh. Das wird wie bei 300. Wie bei 300 wird doch jetzt geguckt, ob sie würdig sind oder nicht. Ja. Ja, aber das ist mir stelleweise unangenehm. Wenn ich irgendwo bin, erzähle ich auch nicht, dass ich so Videozeug mache. Dass ich so Let's Plays mache und sowas überhaupt. Das erzählst du nicht? Ne? Und wenn du in der U-Bahn. Videos! Und wenn du das erzählst, wenn wir irgendwo sind, stehe ich immer da. Ne, echt? Ja, irgendwie ist mir das unangenehm. Das ist doch geil. Das war das letzte Mal. Jetzt der nächste Gruß ans Liquid. Auf dem Geburtstag, der war assi cool, assi schön. Du hast ein wunderschönes Kleid. Nee, das war. Nee, halt, das Kleid war ein neuer. Wir waren assi voll. Alle Hände gut ausgesehen. Seit langem wieder betrunken. Aber ich hab als. Und Gruß an die Akku, Alter. Du machst die beste Mundfürze, wo es gibt. Es war auf den Punkt. Auf den Punkt mit dem Mund. Gruß an die Akku. Auf den Punkt. Das war ein geiler Geburtstag. Das haben wir schon lange nicht mehr so gehabt. Das Problem ist, ich trinke nicht mehr gern. Ich trinke nicht mehr auf Partys gern, weil egal wie viel ich trinke, ich habe am nächsten Tag so einen fetten Schädel. Ja, das geht mal so auf den Sack. Also bei mir kommt es drauf, oh, manchmal ja, manchmal. Wo wir in der Disco waren, der nächste. Nee, da ging's. Nee, da warst du halb tot, da habe ich dir morgens noch die Schläfe massiert. Ach doch, das war das, ja. Bin ich morgens ins Schlafzimmer gekommen und habe ihm die Schläfe massiert. Ja. Und er hat zuerst gedacht, wer sei Frau? Nee, das war ich. Dann guckt er auch. Ah, okay. Nee, war schon besser so. Ja. Ja, was wir gern trinken. Wir sind ja, mal weiter irgendwann vom Suffkopf zum Genießer ein bisschen, ne? Kommst du jetzt wieder mit deinem Rothaus? Ein Gruß ans Rothaus. Das Tannenzäpfchen. Das Rothaus. Ich hab's dann letztlich auch geteilt. Gestern? Ja. Weil die machen schöne Aktionen. Du hast auf Facebook geteilt und hast geschrieben, für mich das beste Genussbier. Eines der besten, ja. Und dann hab ich mir gedacht, wenn du von einem Produkt überzeugt bist, dann aber richtig. Dann wenn der Raven King was gut findet, dann richtig. Und dann liebt er das mit allem, was er hat. Jahrelang. Ich trinke auch im Moment die ganze Zeit Ayran. Ja. Und mache mir dann aber mittlerweile selber, habe geguckt, wie das Mischverhältnis von Joghurt, was für ein Joghurt ich nehme. Ich nehme den mit 1,5 Fett, normaler Prozent Fett, weil normalerweise ist 10% Fett, fettig genug. Ist es Rauchen seit März nicht verboten im Wald? Sind wir schon im Wald? Das ist... Begehe ich hier eine Straftat? Innerweltlich schon fast. Ja, okay, komm. Ja. Und ich habe von Schneekoppe das Salz mit Jod, das Meersalz. Das ist sehr gut. Ja, und dann tut man so ein bisschen mischen und gucken und dann hat Jod. Man dann Jod. Jod. Ja, du Jod. Jod. Ja. Ja, wir hätten, das ist oft so, ja. Wir haben uns eigentlich gedacht, wir reden über bestimmte Themen, aber es läuft auch so, ne? Wie noch Themen bestimmte? Also nee, ich hab, wie ich mir das überlegt habe, habe ich gedacht, wir denken unser Thema aus, babbeln dann blöd. Wir können uns auch ein Thema ausdenken, mach halt. Nee, jetzt nicht mehr. Baumrinde. Was hältst du von Baumrinde? Schmeckt scheiße. Ja. Man kann es aber gut kratzen. Ja. Man soll es aber nicht nackig machen. Nee. Ich hole auch, wenn ich Hackfleisch hole, meistens nur Baumrindhack. Mhm. Ja, weil das... Aber das kann korken, ne? Das Gemischte, das mag ich nicht so. Nicht? Da kommen schon wieder Leute. Das Rinderhackfleisch mag ich auch. Rind ist gut. Rind ist gut. Rind ist gut.
Ah, Natur Herners. Wenn die mich hier rauchen sehen, ist das eine Straftat. Sie! Und was soll die Kamera? Die Kamera. Ich gucke jetzt einfach irgendwo hier und tue so, als würde ich zur Umgebung gehören. Warum ist das eigentlich peinlich? Wir haben genau an deinem Geburtstag, Gruß ans Liquid. Warum? Da haben wir doch die Videos geguckt gerade von uns. Wir haben gedacht, das ist doch... Total nicht witzig, das interessiert kein Mensch. So, die Leute hat's gefallen? Die haben so gelacht. Ich habe das niemals erwartet. Ich habe gedacht, jo, ich mach mal ins Ohr, weil gerade irgendwie still war und die Musik war rum. Und dann mache ich unseren alten Scheiß oh, und die Leute schreien. Ja? Die hängen schrien. Man muss auch dazu sagen, wir würden extrem gern wieder so Couch-Critics und sowas machen, aber wir hängen keine Zeit. Das ist ja das Problem. Durch die Schafferei und so, das ist... Ich glaube, Überstunde Samstag schaffe. Das Scheiße. Ist ganz, das ist aber das, so. Deswegen hat es jetzt mal gut gedacht. Das ist gar nicht so gut. Ist gar nicht so gut. Ne? Ja. Deswegen hat es aber mal gut gedacht, jetzt zu sagen, wir gehen einfach mal in die Natur, bisschen frische Luft schnappen. Wildscheiße. Und da können wir ja auch Blade babbeln. Und nebenher läuft wahrscheinlich ein Spiel, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also ich war heute oben irgendwas spielen und das aufnehmen. Ja, komm. Oh, komm, geh fort. Hast du einen Wunsch? Irgendwas? Dann mache ich das nämlich nicht. Duck in Duck habe ich mich vorhin schon drüber gefreut. Capcom bringt so Disney Afternoon Collection raus. Mhm. Mit Chip und Chap und Baloo und seine Crew und Darkwing Duck. Ja, das klingt echt gut. Ah, Gruß an die Wortien, da haben wir fast alle durch. Der hat gesagt, das Spiel wäre nicht gut, aber mich interessiert es, deswegen habe ich mir das jetzt bestellt. Erinnere mich. Das war das Remember Me. Das ist so ein bisschen wie Total Recall, da geht es um Erinnerungen und irgendeine Tussi, die irgendeinen Auftrag hat, aber sie erinnert sich nicht, was der Auftrag ist. Vergessen. Das ist so Neopunk-mäßig, also so wie wir sind. Ja. Wir sind modern. Und Punk. Und Punk. Stinken. Und nicht, dass alle Punks stinken. Also. Wenn aber Punk will doch eigentlich schon, der will doch stinken. Ein Punk will doch Assi sein. Der will... Anarsch das sein, ja. Anarsch, ja. So Anarsch wie mir. Skatepunk, das war cool. Skatepunk. Ami-Punk, ja. Ja, das, ich finde es total interessant, wie es aussieht. Und ich habe mir gedacht, wie ich bei anderen Spielen auch gedacht habe, ich probiere es mal für mich aus. Weil, ja. Ach so, Spielekritiker. Gut, ich habe da noch ein anderes Spiel mehr rausgezogen. Die haben gleich neue 20%, hast du gesagt. Das, dieser andere Diablo-Klon. Wie hieß denn das? Legend of... Legend of Dawn oder so. Ja, das sah ganz schlecht aus, leider. Deswegen habe ich gesagt, ausgesehen hat es eigentlich gut aus. Das war wahrscheinlich wieder der Trailer. Ist ja auch egal. Ich bin gerade im Moment... Sieh mal Jekscha. Im Moment sind wir... sind wir gerade eh auf dem... Also Rütze, das kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Im Moment sind wir total auf dem Diablo-Trip irgendwie, auf dem Hack-and-Slay-Trip. Und wir haben schon ganz viele Spiele uns ausgesucht, die wir dann noch machen wollen. Diablo 2 stockt ein bisschen. Ja. Sind wir jetzt die Woche auch nicht dazu gekommen, obwohl wir was machen wollen? War nicht heute. Moje. War nicht heute Morgen. Halt mal, ja. Ja, ich weiß, leid, wir wollen gerne... Aber mit einer Krankheit bin ich Krankheit. Da vorne ist der, wo vorhin mit dem Hund gelaufen ist. Mhm. Und der guckt jetzt zu uns rüber und denkt sich, wann haben die jetzt Sex vor der Kamera? Ja. Wann machen die es? Es gibt aber Wünsche, die nicht erfüllt werden. Ja, der geht jetzt sogar extra auf die Brücke, um zu gucken. Ein schöner Hund ist das. Ja. Also, und das Vieh, was er dabei hat, ist auch nicht schlecht. Ja. Schöne Hund ist so. Bist ein schöner Hund, ja. Bist ein schöner Köder, bist du. Ja. Ja. Also nochmal. Tut uns leid. Ne, was? Also uns tut es für uns selber leid, weil das hat immer sehr viel Spaß gemacht, diese außergewöhnliche Sendung um zu machen. Deswegen, wir haben jetzt halt gedacht, vielleicht ist das ja auch ein bisschen außergewöhnlich. Ja, ist mal was anderes. Ja, manchmal, weiß, muss man sagen, manchmal überraschen wir auch einfach mit dem mit Zeug, was kommt. Ja. Ne? Dieses In-My-Head-Format war ja neu, wo der Raven King den Wurstraub gemacht hat. Dönerstag, das war schön. Dönerstag, ja, das war schön. Ich habe auf der Erwitt habe ich den Dönerstag eingeführt. Mach mal Dönerstag, ja, und jeder ist dabei. Geil, Trendsetter. Ja. Unsere Erfindung. Gut, ich verheimliche uns. Weißt du, dass damals es Mickey Mouse Magazin? Nicht. SM Magazin. SM. Scheiße, hieß das Magazin Mickey Mouse Magazin? Ne, das Heft? Ah, die Mickey Mouse. Die Mickey Mouse. Die ist ja immer am Donnerstag rausgekommen. Am Donnerstag.
Ich habe da 5 Mark so wie von Geld gekriegt und 3 Mark waren schon fort fertig mit Mickey Mouse. Ja? Und dann noch das Y-Heft, dann war es vorbei. Boah, war fertig, das habe ich geklaut. Ich habe übrigens geklaut. Ich habe am Montag einen Diebstahl begangen. Mhm. Und zwar war ich hier im örtlichen Netto. Falls es jemand aus der Region sieht, es tut mir furchtbar leid. Ich habe den Einkaufswagen abgestellt. Dann habe ich jemanden getroffen, habe mich mit dem unterhalten und ich habe in den Einkaufswagen so einen Einkaufschip rein. Mhm. Ja, so ein Chip. Das war mein Lieblingschip. Und dann, es tut mir so leid. Ich drehe mich um, nehme den Einkaufswagen, gehe einkaufen, tun draußen zurück und es ist ein Euro drin. Ich habe jemanden einen Euro geklaut und den Wagen weggenommen. Scheiße. Aber ich habe nichts eingekauft, was mir nicht gehört. Du hättest meinen Blick. Ich hab nichts eingekauft, was mir nicht gehört. Moment, das ist nicht mein Einkauf. Diebe! Du hättest meinen Blick sehen müssen, wie ich den Wagen nehme. Schieb ein Ei. Oh. Oh. Dann habe ich geguckt, ob irgendjemand gerade rauskommt, so zeitlich. Aber eigentlich hat jemand dir deinen Lieblingschip geklaut. Ja. Ich hab drüber noch gedacht. Ja, ich werde das auch. Das ist mehr als ein Euro. Ich werde das polizeilich zur Anzeige bringen. Anzeige gegen unbekannte Drecksau. Ja. Und ich sag dir es jetzt, wenn ich meinen Chip... Ja, dann kommen die aber zu mir her. ...nicht in 24 Stunden hab, wird er geköpft. Das ist ein, das ist ein Geiselvideo. Ja, ich sag's euch, das stimmt, was er sagt. Das war ein roter Chip mit Loch in der Mitte. Und jetzt habe ich nur noch einen auf dem Bauhaus, der assi scheiße aussieht. Das war ein roter Chip mit Loch in der Mitte. Und jetzt habe ich nur noch das abgefuckte Ding. Guck mal, wie dreckig das ist. Guckt euch den Scheiß an. Oh, ich habe einen geilen Chip. Leute, Aktion. Ach, er hat einen geilen Chip. Machen alle... Wenn er jetzt einen roten mit Loch in der Mitte rausholt, geht dann flippig aus. Pass auf. Publikum, du gehst hier. Guck, blieb, Pum. Ich habe wieder das Nächste, wo ihr mitmachen könnt. Oh. Was ihr eh nicht macht. Und zwar, ihr schickt uns alle... Du darfst jetzt spucken, wie beim Zahnarzt. Sie können ausspülen. Darf nicht spucken, wie beim Blut. Ja. Wir machen alle Eisspiele. Wir müssen nicht nach Geria sagen oder so. Jetzt wieder die Eisspiele. Doch, ich will ein Eisspiele. Ja? Verstehe ich nicht. Das ist doch geil. Ja? Der Uncle Benz. Ist der nicht cool? Der Bunkle Enz. Ich stecke überall mein Uncle Benz neu. Und ihr tun alle euer Einkaufschip in die Kamera. Also. Nur um mich zu ärgern, weil mein Lieblingseinkaufschip weg ist. Nee, das ist so vermisste Ohrzeig jetzt. In der ihr bitte alle euren, damit wir ausschließen können, wer es war, bitte jeder ein kleines Video, wo ihr, oder ein Bild. Von mir aus auch ein Bild, wo ihr einfach euren Einkaufschip zeigt. Wenn ihr bereit wärt, die Einkaufschip-Aktion. Könntet ihr auch einen Einkaufschip spenden und mir schicken. Das wäre furchtbar lieb. Bitte. Mitloch. Oder einen Einkaufswagen, den ich immer benutzen kann. Der Renten braucht es immer mit Loch. Ich will einen Einkaufschip mit Lochen damit. Ja, rote. Ich vermissen. Ja. Ich vermisse dich. Ich köpfe mich selbst, wenn das nicht machen. Chip, es tut mir leid. Ich hätte besser auf dich aufpassen sollen. Ich vermisse dich. Das war der Retro-Freitag. Bis dann. Darf ich jetzt gehen? Nee, ich köpfe dich. Tschüss. Mit Liebe. Mit Liebe.